Der Mensch ist ein soziales Wesen. Das merken wir im Moment ganz besonders, wo wir uns nicht in großen Gruppen versammeln dürfen, sondern höchstens zu zweit. Das Soziale des Menschen ist etwas Wesentliches. Die Hirnforschung hat in den letzten Jahrzehnten herausgefunden, dass die Hirnentwicklung ganz wesentlich bestimmt wird durch soziale Kontakte, durch die Beziehung von Säuglingen zu ihren Bezugspersonen. Die Spiegelneurone wurden entdeckt. Spiegelneurone, das sind die Bereiche unseres Gehirns, die wir brauchen, wenn wir zu anderen in Beziehung treten. Sie setzen uns in die Lage, uns in andere hineinzuversetzen. Wir können sozusagen die Gefühle, die andere uns signalisieren, in uns hineinspiegeln. Darum können wir in Gesichtern und in Körperhaltungen auch Emotionen von anderen ablesen. Diese Spiegelneurone in unserem Gehirn sind also etwas ganz Wesentliches, was wir unbedingt brauchen, um miteinander in Beziehung zu treten, aber auch um uns selbst zu entwickeln. Die Antike wusste um das Tragische, wenn ein Mensch nicht in der Lage ist, zu anderen in Beziehung zu treten und zu lieben. Vielleicht kennen Sie den griechischen Mythos von Narziss. Narziss ist dazu verdammt, nur sich selbst zu lieben. Er schaut ins Wasser, sieht sein Spiegelbild und verliebt sich in sein eigenes Spiegelbild. Er ist in sich selbst gefangen. Auf dem Bild von Caravaggio, das wir hier einblenden, sieht man es sehr deutlich. Was ich sehr interessant finde, ist, dass die Bibel anscheinend auch schon darum weiß, wie sehr wir die Beziehung brauchen für uns selbst. Denn ich habe einen interessanten Spruch gefunden im Buch der Sprüche. In Sprüche 27, Vers 19, da heißt es: Wie sich im Wasser das Angesicht spiegelt, so ein Mensch im Herzen des anderen. Ein lieber Mensch aus der katholischen Gemeinde hat mir diesen Spruch als Kalligraphie gezeichnet. Ein wunderbares Bild, wie sich im Wasser das Angesicht spiegelt, so ein Mensch im Herzen des anderen. Wir spiegeln uns im Herzen des anderen. Wir brauchen ein Gegenüber, was uns spiegelt, wer wir sind. Erst am Du wird das Ich zum Ich. Ja, wir sind soziale Wesen. Darum ist es schön, dass wir uns wenigstens noch zu zweit treffen dürfen. Darum ist es gut, wenn wir Familie haben, wenn wir uns austauschen können. Und wenn wir uns nicht sehen können, dass wir uns wenigstens anrufen. Denn am Du wird das Ich zum Ich.